News ist ja so ein Konzept, was im Augenblick ganz viel diskutiert wird. Der Begriff selber bedeutet einfach nur falsche Nachrichten und das ist erstmal was, das ist nichts Neues, das gab es immer schon. Wie und warum werden Fake News verbreitet? Ja, das passiert halt schnell. Also wenn man sich nicht so gut auskennt mit dem Thema und das dann jemandem weitererzählt oder das Gerücht weiterverbreitet, dann kann einen das erwischen, obwohl man eigentlich ganz gut weiß, wie Nachrichten oder auch Satire funktionieren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den heutigen Nachrichten. Die Schüler einer Dortmunder Waldorfschule hatten eine originelle Idee, wie sie ihre Abschlussfahrt finanzieren können. Ich stehe hier an der Rudolf-Steiner Schule in Dortmund vor dem Gewächshaus, neben mir zwei Schülerinnen der 12. Klasse. Wie sind Sie auf die ungewöhnliche Idee gekommen, so Ihre Klassenfahrt zu finanzieren? Ja, wir haben in den Nachrichten gehört, dass der Anbau von medizinischem Hanf legalisiert wurde. Und weil wir ja hier Gartenbauunterricht haben, da dachten wir uns, pflanzen wir den jetzt mal an. Was hat denn die Schule zu diesem ungewöhnlichen Projekt gesagt? Ja, es war am Anfang nicht ganz einfach, aber wir konnten sie damit überzeugen, dass dieser Hanf biologisch dynamisch angebaut wird. Dankeschön für dieses Interview. Ich gebe zurück ins Studio. Herr Stuck, was ist das eigentlich jetzt hier? Ist das Fakt oder ist das Fake? Also als erstes sollte man natürlich sich auf sein Bauchgefühl verlassen und auf den gesunden Menschenverstand und das erstmal hinterfragen, ob man das überhaupt selber wirklich glauben kann oder ob es diese Person überhaupt gibt, ob das wirklich so passiert sein könnte. Haben andere seriöse Medien über dieses Thema berichtet? Gibt es mehr als eine Quelle oder haben alle nur voneinander abgeschrieben? Ja, das Ganze haben wir nicht in dem Gewächshaus der Schule gefilmt, sondern in einem anderen. Die Pflanze, die hinter mir steht, ist eine Plastik-Cannabis-Pflanze. Das kann man auch sehr gut daran erkennen, dass der Stamm nicht grün ist, sondern wie bei einem normalen Baum braun. Gefilmt haben wir das Ganze, indem wir die jeweils eine Minute auf einer Position gefilmt haben und dann die Pflanze ein Stückchen versetzt hat, dass wir am Ende mehrere Pflanzen nebeneinander stehen haben. Und auch hinter mir, hinter der Plane, sieht man Tomatenpflanzen, die wir nur benutzt haben, um kleine Pflanzen darzustellen. Es gibt aber natürlich auch absichtliche Verbreitung. Vielleicht will man auch einfach damit Klicks bekommen. Das ist was in sozialen Medien relativ wichtig ist, dass die Leute Inhalte anklicken und auch teilen. Sozusagen die Währung im Netz, weil man dann Werbeplatz verkaufen kann, weil man eben sagen kann, auf meine Seite gucken super viele Leute. Aber oft mischen die dann auch so ein bisschen Sachen, die tatsächlich passiert sind und Sachen, die eben nicht tatsächlich passiert sind. Und das macht es im Alltag so super schwierig, herauszufinden, worauf kann ich mich da eigentlich verlassen. Ja, also bei Webseiten sollte man schauen, ob die Webseite existiert, ob es ein Impressum gibt und wer die Webseite hostet. Sind alle bereit? Ja. Und in unserem Fall sollte man schauen, ob der Nachrichtensprecher und der Reporter echt sind und welches Nachrichtenformat das hat. Es gibt zum Beispiel Mimikama, das ist eine Seite aus Österreich. Die haben ein Rechercheteam und die beschäftigen sich mit so Falschmeldungen und Gerüchten im Internet. Dann gibt es in Deutschland gibt's die Hoax-Map, die sammelt eben Gerüchte über Geflüchtete und wo die widerlegt worden sind. Und dann gibt es eben auch Angebote von ClickSafe zum Beispiel, die so ein bisschen versuchen zu erklären, worauf kann ich eigentlich achten, wenn ich im Internet versuche, Informationen zu überprüfen. Mit Sicherheit haben Sie schon längst bemerkt, die Nachricht über den Hanfanbau an einer Schule ist eine Falschmeldung, also eine Fake News, auch bekannt als Hoax oder Aprilscherz. Ob diese außerdem unter dem Begriff der Satire fällt, muss noch geklärt werden. Echte Nachrichten zeigen uns das wahre Leben. Doch auch sie bilden immer nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit ab. Also natürlich können Nachrichten immer nur einen Ausschnitt zeigen. Selbst wenn man sich ganz viel Mühe gibt und wahnsinnig objektiv erzählen will, was zum Beispiel auf der letzten Party passiert ist, wenn Sie 30 Leute fragen, kriegen Sie wahrscheinlich am Ende 30 verschiedene Erzählungen von diesem Abend. Nachrichten sind also immer ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit und Nachrichtenmacher müssen so ein bisschen entscheiden, was sie zeigen. Was sind Filterblasen und Personalisierungen im Internet? Das Internet besteht ja erstmal hauptsächlich aus Algorithmen. Algorithmen sind erstmal Befehlsketten. In der ganz, ganz einfachen Form sind das Dinge, die sagen, wenn A, dann mach B. Also wenn jemand zum Beispiel anklickt, dass er männlich ist, dann zeig ihm Turnschuhe für Männer und nicht für Frauen. Wenn wir über das Internet reden, reden wir vor allem über soziale Netzwerke. Das, was diese Plattformen wollen, Facebook zum Beispiel, ist, dass die Leute sich wohlfühlen.
Und das, was Menschen eben ausmacht, ist, dass wir Informationen oft lieber mögen, wenn sie zu dem passen, was wir sowieso schon denken. Im Internet kriegt man das aber manchmal nicht mit, dass einem hauptsächlich Information präsentiert wird, die zu dem passt, was man mag. Und Facebook zeigt nicht jedem, der sich da einloggt, dieselben Sachen im Stream, sondern es gibt eben einen Algorithmus, der entscheidet, was ich wahrscheinlich am liebsten sehen will. Und der Algorithmus teilt auch Sachen gerne, die besonders häufig schon geliked oder geteilt worden sind. Aber Fake News, die vielleicht auch zum Teil satirisch sind, neigen so ein bisschen dazu, dass sie ganz viel geteilt werden. Dadurch erreichen die dann mehr Menschen und noch mehr Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, okay, der Postillon zum Beispiel, das ist so eine Online-Zeitung, die sehr satirisch ist, ist gar keine seriöse Quelle. Dann ist das Satire, dann ist das nicht ernst gemeint. Wenn ich mich jetzt im Internet bewegen möchte, ohne diese Filterblasenfunktion, kann ich die denn irgendwie vermeiden? Wenn man sich mal so diese Google-Maske anguckt und einen Suchbegriff eingibt, dann guckt Google so ein bisschen, welche Suchergebnisse mich interessieren würden. Aber auf einer Seite werden nur eine begrenzte Anzahl an Suchergebnissen angezeigt. Manche rutschen sozusagen auf die zweite Seite. Und ganz viele Menschen sind ein bisschen faul, die gucken sich die ersten drei Links an, gucken, ob irgendwas dabei ist, was halbwegs passt, und das klicken sie dann an. Und je nachdem kann das natürlich dazu führen, dass wir bestimmte Inhalte oder bestimmte Perspektiven gar nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, es ist nicht nur der Algorithmus, auch nicht nur der Mensch, sondern beide zusammen führen eben dazu, dass man relativ einfach in so eine Situation kommen kann, wo man sich nur noch mit Sachen beschäftigt, die einen sowieso schon interessieren. Dr. Lena Frischlich ist Diplompsychologin und Expertin für Online-Medien. An der Universität Münster ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte Erkennung, Nachweis und Bekämpfung verdeckter Propagandaangriffe über Online-Medien. Grundsätzlich lohnt es sich, bei einzelnen Sachen auch einfach mal tiefer ins Thema einzusteigen. Das kann man eben nicht bei allem machen, muss man auch gar nicht. Keiner verlangt, dass sie von allem auf diesem Planeten eine Ahnung haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man immer den Eindruck hat, man muss so alles wissen, muss man gar nicht. Man kann auch einfach in einzelnen Gebieten Experte sein und darauf vertrauen, dass andere in anderen Gebieten Experte sind. Falsche Nachrichten und Propagandaangriffe gehörten schon immer zur Kriegstaktik. Es heißt, dass die Wahrheit im Krieg zuerst stirbt. Die Raqqa Tab gehört zu einer Gruppe von syrischen Journalisten, die über ihre Website Verify Syria Kriegsmeldungen überprüfen und richtigstellen. Mit befreundeten Journalisten hat die Raqqa Tab einen Film gedreht über die Menschen in Aleppo, wie sie trotz des Krieges versuchen, einen menschenwürdigen Alltag zu leben. It's important to know why this war was started. I think all of us must know that in the first year in 2011 it was a very clear and very peaceful, very clear and peaceful revolution against a dictatorship, against the regime. Es gibt viele Menschen, die möchten Freiheit und möchten Demokratie. Ja, viele Deutsche und viele europäische Menschen wissen das nicht. Mhm. Dass es gibt zuerst in Syrien eine Revolution, nicht nur Krieg. Aleppo, the oldest and largest city in Syria. Once a major trading and commercial center during the Ottoman Empire, the old city was declared a World Heritage Site in 1986. But in July 2012, Aleppo was devastated by fighting between Syrian government forces and rebel factions. Ordinary people of all ages and backgrounds battle serious adversity in their daily lives as their city crumbles around them. Because, you know, there's a lot of parties and a lot of military forces and a lot of politicians, and all of them lies to bring more supporters and more people to their side. But the truth is always, they always change the truth only to gain new supporters. So it must be someone to tell the true story to the people. One of them is photographer Karam Al-Masri. رأي دور الكاميرا هي أهم من دور السلاح. يعني
سربت له مشكله النظام اكثر من السلاح يعني بعد ما صارت الثوره ومسلحه يعني ضل الكاميرا هي اكثر عدو للنظام اكثر شيء ممكن يزعج النظام يعني الاعلامي لما بيمسكه او بيعتقله النظام في تعذيب اكبر هذا الناقل يعني بنقل الصوره للعالم هو يعني هو الفيصل بهالمعركه بينه وبين النظام برايي The representative of regime in United Nations. He writes a photo. He says this is what the Syrian army members doing in Syria. They help people. Yeah, but in truth, this photo is not from Syria. It's not the Syrian army member. He is Iraqi. Die Geschichte der Propaganda war immer schon so, dass gesagt wurde, Wahrheit ist eigentlich ein bisschen überbewertet. Und das ist eben was, was Fake News auch machen. Die nutzen oft die Ängste der Menschen, die Unwissenheit der Menschen. Aber wenn man den Leuten ganz viele Halbwahrheiten erzählt, verlieren sie irgendwann das Vertrauen in das, was Wahrheit sein kann. Hier ist ein Doktor. Und eine Newspaper-Website sagt, dass that the regime forces had killed him. And we contacted with the son of this doctor who lives in Aleppo. And he told us that it's completely fake news and my father is alive. We made this material because he's so famous in Aleppo and in Syria. Gerade fake news tun auch immer so, als würden sie die Wahrheit verbreiten. Es gibt dann auch Seiten, die heißen zum Beispiel True News oder diewahrheit24.de. Da wäre ich immer schon ein bisschen vorsichtig. Aber wenn sich jemand hinstellt und sagt, jemand anderes ist derjenige, der an allem Schlechten schuld ist und ich erzähle jetzt die Wahrheit und wie alles wieder gut wird, dann befinden wir uns eigentlich fast immer im Bereich von Propaganda. Ein guter Journalismus und eine freie Presse ist wichtig, damit wir eben überprüfte Informationen bekommen. Damit sich jemand, der ausgebildet worden ist, hinsetzt und sagt, naja, ich gucke jetzt mal nach, woher kommt denn eigentlich diese Geschichte? Wann ist ein Foto das erste Mal veröffentlicht worden? Dass sich eben hinsetzt, das Foto bei Google hochlädt, überprüft, wer hat das geteilt, woher kommt die Quelle. Natürlich kann das jeder alleine machen, aber sie wollen ja wahrscheinlich auch noch was anderes machen in ihrem Leben. Vielen Dank. Und nun zum Wetter. Thank you.